So, in 3, 2, 1, Start. Hi, ich bin die Dela und bei mir ist der Hendrian. Hallo Hendrian. Hallihallo. Hendrian, warum sind wir hier? Das frage ich mich auch. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir Quatsch. Okay, es ist heute der 26.04.2023, das Jubiläum von Tschernobyl und wir dachten, auf eine Katastrophe mehr oder weniger kommt es nicht mehr an. Deswegen nutzen wir diesen wundervollen, denkwürdigen Tag, um eine neue Katastrophe zu produzieren. Denn ich habe sehr lange rumgejammert, dass es kein Alt und Verbittert mehr gibt. Ach, leck mich doch. Fängt schon wieder fantastisch an, merkt ihr das? Moment. Und damit haben wir unseren Explicit Tag verdient, ja? Ja, aber den hätte ich sowieso. Was? Ich habe bei allen meinen Formaten standardmäßig einen Explicit Tag drin. Was? Nochmal zurück zum Anfang. Katastrophen, dies, das. Ich habe immer rumgejammert, dass es so selten beziehungsweise kaum mehr Alt und Verbittert gibt. Und Alt und Verbittert ist ja das Einzige, was gegen meine Migräne hilft. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, mir ist es jetzt zu dumm, auf euch zu warten. Und wir machen jetzt einfach unter einem anderen Namen denselben Quatsch. Primär du und ich, aber höchstwahrscheinlich wird sich in der einen oder anderen Form auch mal jemand dazugesellen, mal ein Flo oder ein Jonas oder wer auch immer gerade Lust hat. Perfekt. Und ja, haben wir Themen? Haben wir ein Konzept, Tendrian? Also ich hätte gerne, wenn ich ehrlich bin, das Kernkonzept weitergeführt, das Alt und Verbittert auch hatte. Sockenpuppen und Verzweiflung? Genau. Sockenpuppen und Verzweiflung. Ja, wollen wir kurz ein bisschen über die Geschichte des Konzeptionsprozesses sprechen? Ich bin gespannt, was du dir dazu aus den Fingern saugst. Naja, ich war betrunken und du warst verzweifelt. Und wir saßen im Jitsi rum und konnten wieder nicht schlafen und haben über Columbo gesprochen. Ich glaube, das war der Anfang des ganzen Elends. Ja, meine Amazon-Rechnungen bestätigen das. So, und dann haben wir irgendwann beschlossen, was die Sprechkabine kann, können wir auch. Wir reden jetzt über Columbo. Dann haben wir eine Columbo-DVD-Box gekauft und haben uns Das voll ist richtig. gefreut. Und dann haben wir beschlossen, dass wir beide im Hirn nicht flexibel genug sind für ein festes Format. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? Bin überlegen, ob man das irgendwie diplomatischer formulieren kann, aber im Grunde genommen ist es das. Ja, und daraufhin haben wir dann beschlossen, wir machen Columbo, wenn wir Bock haben. Und wenn wir keinen Bock haben, sitzen wir hier und sagen eine Dreiviertelstunde ach, ach. Ja, das gleiche wie jeden Abend, Pinky. Genau das. Ja, eines der Ziele, glaube ich, hattest du formuliert, du möchtest etwas weniger gruselige Audioqualität als im Alt und Verbittert. Ja, richtig. Das ist das Ziel. Ob wir das erreichen, weiß ich noch nicht. Für die, die sonst noch unsere anderen Formate so kennen, ihr tut mir sehr leid, aber die anderen Sachen sind alle im Teamspeak entstanden und jetzt gerade machen wir quasi ein erstes Experiment in StudioLink. StudioLink hat den großen Vorteil, dass ihr als passive Audience, als Publikum dabei sein könnt, wenn ihr das wollt. Nachteil ist, ihr Warum könnt auch immer als man das Publikum tun wollte. dabei sein. Genau. Aber dementsprechend habe ich noch keinerlei Vorstellung, wie dann die Audioqualität final dann wirklich ist.
Also, das werden wir erleben. Genau. Und wenn sie zu gut wird, dann legen wir irgendeinen Filter drüber, dass es wieder klingt wie aus der Dose. Ach komm, schlimmer als die Musical-Folge kannst du nicht werden. Die Musical-Folge war super. Hört mehr alt und verbittert. Ja, dringend. Hört wirklich mehr alt und verbittert. Die alten Archivfolgen werden euch auch immer erhalten bleiben. Das sind so in sich geschlossene Formate, wo auch der Handlungsbogen wirklich zu einem Ende geführt wurde. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, wie diese Musical-Folge entstanden ist? Ich bin nicht sicher. Ich sag mal so, wie viel Augenzucken kriegst du, wenn ich es dir erzähle? Sag mir so, das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo du es sehen kannst, weil ich habe meine Kamera an. Weil diese Folge klingt ja nicht umsonst so, wie sie klingt. Weil ich dachte ja, ich muss dem inhärenten Flair von alt und verbittert irgendwie gerecht werden. Und das ist eigentlich entstanden, weil ich irgendwann angefangen habe, nachts auf dem Handy über den Podcatcher die alten Folgen wieder anzuhören. Und dabei ist mir immer mal wieder so ein bisschen entgegengesprungen, wo ihr eben summt, singt, rhythmische Geräusche macht. Und das war in ziemlich vielen Folgen mindestens so ein 10-Sekunden-Schnipsel. Oder sagen wir mal 5-Sekunden-Schnipsel. Und dann greift, weil ja immer jeder den Witz gemacht hat mit der Musical-Episode, die aber nie kam, da habe ich mir gedacht, ich beerdige das Konzept jetzt einfach selbst und habe dann mit dem Screen Recorder des Handys live vom Handy über den Lautsprecher wieder zurück aufgenommen, jeweils eben diese 5-Sekunden-Schnipsel, habe die dann im Audacity zusammengeschnitten als ganze Folge, habe dann noch 2-3 Gastbeiträge zusammengesammelt und habe die dann auch noch da reingeschnipselt. Aber deswegen klingt diese Folge so grausam, wie sie klingt, weil sie quasi über die Bildschirmaufnahmefunktion des Handys aufgenommen ist. Nicht mal über ein ordentliches Mikrofon. Danke. Oh Mann. Ich dachte mir, das ist dem Konzept angemessen. Mhm. Diese Folge hat es auch zu einer gewissen Berühmtheit geschafft. Aha. Ich wurde öfters mal jetzt wieder mit Menschen konfrontiert, die zum Teil sogar zum Einstieg diese Folge hörten. Oh Gott, warum? Weil sie es nicht besser wussten. Sie hätten vorher das Beratungsgespräch wahrnehmen sollen, aber ja, nein. Sie hätten vorher die Ich hasse Menschen-Folge anhören sollen. Mhm. Stimmt. Ja, und ein erstaunlich hoher Prozentsatz ist dann auch dabei geblieben, mehrere Folgen dann zu hören. Und nur ganz wenige sind wirklich entsetzt abgesprungen und haben sich probiert, mit der elektrischen Zahnbürste die Ohren zu reinigen. Okay, das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir einen normalen Bekanntenkreis haben. Das ist korrekt. Aber okay, also ich meine, das Konzept ist einfach unschlagbar. Was soll ich dazu sagen? Und mir fehlt alt und verbittert. Ist das wirklich so? Ich mochte das. Aber gut, ich meine, meine Flo-Imitation ist, glaube ich, besser als meine Menschen-Imitation. Von daher haben wir Chancen. Kommt drauf an. Hast du eine Blechtasse da? Ja, die müsste ich aber aus der Küche holen. Dann würde ich vorschlagen für die nächste Folge, dass du dir die Tasse an den Fuß machst, so wie Flo. Ich könnte vielleicht auch einfach an die Colaflasche reden. Oh ja, das ist auch... das könnte auch Kunst werden, ja. Ja. Was hast du denn so gemacht, seit du das letzte Mal unter Zeugen in Mikrofone gesprochen hast, sagen wir es mal so? Was bezeichnest du als unter Zeugen? Wo Aufnahmen existieren, also die nicht nur live waren. Oh. Das muss schon eine Weile her sein. Das könnte zum Turm gewesen sein. Das ist gut möglich, ja. War ich nach dem letzten Turm nochmal dabei?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, weil wir haben ja auch seitdem nichts mehr gemacht. Also wir haben ja jetzt diese Woche erst wieder angefangen mit Podcasten für dieses Ja. Jahr. Nee, dann war ich, glaube ich, nach dem Turm nicht mehr dabei. Und auch sonst sollte erstaunlich wenig Podcast dabei gewesen sein, weil außer euch nimmt mich ja niemand als Geisel. Also du bist uns als Geisel immer willkommen, ne? Das ist dir mittlerweile klar. Ja, Ich schon. soll dich Ich übrigens vom wohne in dem Publikum Keller. fragen, ob du genug zu trinken hast. Ich habe noch ein Schlückchen Kaffee und dann eine Flasche Mineralwasser, weil ich dachte mir, was kommt besser bei einem Großmembranmikrofon als Getränke mit Kohlensäure und obligatorische Böpselchen ins Mikro? Ausgezeichnet. Sehr Wir schön. haben ja immerhin einen Ruf zu verteidigen. Genauso. Ja. Insofern, ja, Publikum, vielen Dank. Ich bin getränkemäßig versorgt. Aber Ja. knuspernde Snacks könnten noch fehlen. Ich hätte, meine Salzstangen habe ich aufgefressen, aber ich könnte dir Kinder-Bueno anbieten, Knusperflocken oder Maischips. Sind Maischips diese Verpackungsdinger? Ja, genau. Die Okay. man auch ohne Zähne essen kann, weil sie schmelzen. Fantastische Erfindung übrigens. Nom nom nom. Mich macht's ein bisschen nervös, dass du mit dieser spitzen, sehr langen Nadel herum. Ich bin mir nicht mal sicher, ob's. Es hat doch, es hat was von Taktstock und Dirigent. Ja, schon. Gut, das wäre jetzt nicht unbedingt die Assoziation, die ich gehabt hätte, aber anderes Thema. Also wenn es dich weniger nervös macht, kann ich auch die dicke Nadel holen. Nee, ist schon okay. Das passt schon. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, wie dieses Format eventuell möglicherweise heißen wird, oder? Naja, gut. Wir hatten ja, wie gesagt, ursprünglich die Idee, wir machen einen Columbo-Podcast. Und deswegen kamen wir ziemlich flott auf den wirklich ansprechenden, ohrenschmeichelnden Namen Trenchcoat Talkers. Was hervorragend ist, weil mindestens einer der Teilnehmer dieses Podcasts eine absolut grauenhafte englische Aussprache hat und es ist nicht der Hendrian. Naja, geht so. Ja, aber bedenke, ich bin Sachse. Sachsen, die Englisch sprechen, gelten automatisch als behindert. Und ich darf das sagen, denn ich bin es auch so. Egal. Ach, ach, ach. Es geht schon los. Naja, hast du was anderes erwartet? Nee. Nee, absolut nicht. Aber ganz ehrlich, ich habe das echt vermisst. Ja, es war lange ohne. Ja, Es war es ist wirklich auch nicht lange. gut. Das ist wirklich nicht gut, wenn so Hirne im eigenen Saft die ganze Zeit vor sich hin Ja. brühen. Nein, das hat einfach alles Wenn keine Zukunft. wirre Gedanken sich nur selbst befruchten können, das taugt nichts. Ja, das ist aber. Ich meine, gut, mittlerweile habe ich ja den Jonas hier, der das mit der. Okay, das klingt falsch, mit der Befruchtung übernimmt, aber. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Hallöchen. Ja. Aber ja, nein, das ist alles nicht gesund. Nein, nein. Hast du denn Pläne für diese sehr weit gefasste Konzeptstudie? Also, um quasi an gute alte Podcast-Zeiten anzuknüpfen, würde ich durchaus diese Medienkritik-Sparte übernehmen wollen. Definiere Medienkritik. Ja, wir gucken Columbo und Oh. vielleicht noch irgendwas anderes. Okay. Ich weiß noch nicht. Nee, die Idee spare ich mir für ein anderes Mal auf. Sonst Okay. ist das Format direkt wieder gestorben. Ansonsten hätte ich das zu einem lustigen Laber-Podcast des Wahnsinns. Okay, finde ich sehr gut. Ich unterstütze das. Ich hätte tatsächlich gerne auch gesagt, dass wir dieses Medienkritik, das ist ein großes Wort, aber dieses Medienkritikformat noch ein bisschen erweitern,
Im Sinne von, wenn einer von uns wieder irgendwelche lustigen Dinge konsumiert hat, ob das jetzt irgendwelche Bücher über Sexroboter sind oder okay. Spiele oder irgendwelche YouTube-Dinge oder derartiges. Ich bin sehr dafür, dass das alles hier seinen Platz hat. Aber das fällt ja auf der anderen Art auch wieder unter die Definition von Laber-Podcast des Todes. Durchaus. Ja. An dieser Stelle könnten wir einfügen, dass wir beide in unregelmäßigen Abständen den Elchwanderungsstream schauen. Zum Beispiel. Hast du schon Elch gesehen? Nur in den Highlights, die man sich dann am Ende des Tages durchaus mal zu Gemüte führen kann. In real time noch nicht, nein. Weil ich hatte tatsächlich gestern, also heute habe ich es auch noch nicht erwischt, aber gestern habe ich tatsächlich 3 Elche gesehen. Und heute etwas, da bin ich mir aber unsicher, ob es ein großer Stein oder ein Elchhintern war. Das kommt drauf an. Lässt der große Stein kleine Steine fallen? Nicht in dem Moment, wo die Kamera drauf war. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht generell so ist. Das stimmt. Ja. Die Frage, die sich mir natürlich dabei stellt, ist, legt sich bei dir auch automatisch so ein Fadenkreuz über den Elch? Ja, aber ich glaube, der Drang ist bei euch noch größer als bei mir. Vielleicht habe ich ein bisschen viel The Hunter gespielt, ja. Bei mir ist eher das Problem, gerade wenn wir dann so in den Nachtaufnahmen sind, dass ich eigentlich alle paar Sekunden damit rechne, dass mich irgendein Mettler aus dem Wald anspringt und lustige Rituale mit mir begehen möchte. Ja, oder ein Konzert spielt. Genau. Dass irgendwo Immortal aus den Büschen springen und ein Gratis-Konzert spielen, genau. Ja, nee, aber die Elchcam ist sehr belustigend und es gibt nicht nur Elche. Ich habe schon sehr lustige, sehr große, verstörend große Gänse gesehen. Und sehr entspannte Entchen. Ich habe noch Bären gesehen. Ich will auch einen Bär. Guck mal, am ersten Tag in den Highlights, da ist ein toter Elch, der irgendwo scheinbar schon eine Weile rumömmelt, der von Krähen, einem Fuchs, einem Vielfraß und einem Bären besucht wird. Ui, da muss ich gucken, das habe ich nicht gesehen. Voll gut. Da ist richtig Stimmung gewesen. Der Bär ist toll. Großer Bär, Flauschbär. Ja, wie gesagt, ich war immer noch sehr verunsichert, weil der Elch-Counter immer noch auf 0 steht. Aber wie gesagt, offensichtlich geht es darum, ob die den Fluss überqueren und ob in die richtige Richtung und so. Ja, Bären, die sich nach links bewegen, bewegen sich oft in negative Richtung auf dem Zahlenstrahl. In rechts, wenn sie rechts bewegen, ist positive Richtung und so wird dann auch gezählt. Elche, die auf der Strecke bleiben, werden natürlich von den überlebenden Elchen subtrahiert. Und so kommt man dann eben auf 0 im Moment. Ja. Was noch nicht ganz klar ist, ist, was mit Elchen passiert, die sich in vertikaler Richtung bewegen, ob die als imaginäre Elche gezählt werden oder ob die auch reale Elche sind oder ob das einfach anteilig über den Sinus berechnet wird. Das wird die Zeit zeigen. Ich verstehe. Aber das erklärt mir tatsächlich auch, warum letztes Jahr der Elch-Counter nur auf 46 war. Ja, Dinge konsumiert. Gutes Stichwort. Ich konsumiere ja nicht nur die Elchcam. Ich bin auch wieder in ein sehr böses, sehr tiefes YouTube-Loch gefallen dieser Tage. Okay. Erstens bin ich ganz schlimm in dieses Loch mit Online-Kursen, also Online-Vorlesungen gefallen. Große Empfehlung an der Stelle, zum Beispiel die Yale-University. Hat auf ihrem YouTube-Kanal einzelne Vorlesungen komplett draufgestellt. Und die sind ziemlich gut. Es ist zwar auch viel Rotz dabei, aber die sind ziemlich cool. Da habe ich eine Zeit lang vom MIT die Physikvorlesungen mehr angeschaut, weil die auch sehr viel Spaß gemacht haben, ja. Naja, und so bin ich dann irgendwie in
Mittelalter-Vorlesungen gerutscht und von da aus dann wieder in Kreuzzüge und Rudolf den Zweiten und Tschechien und Böhmen. Und dann ist das in meinem Hirn alles sehr eskaliert. Dann musste ich lustige Böhmen-Krimis mit Alchemie und Menschenopfern lesen. Okay. Und durch diese lustigen böhmischen Krimis mit Menschenopfern und Alchemie bin ich jetzt in ein weiteres YouTube-Loch gestolpert. Und an dieser Stelle möchte ich den Flo grüßen. Denn ich bin Hallo, ja Flo. eigentlich Hallo Flo, überhaupt kein Fan von so True Crime Sachen. Aber es gibt einen YouTube oder mehrere YouTube-Kanäle, die sich vor allem mit so True Crime-Fällen aus viktorianischer, eduardianischer und noch früherer Zeit beschäftigen. Sind immer so Viertelstundenbrocken, aber das ist erstaunlich putzig und irgendwie viel kreativer als, ja, da ist irgendein Ami bei irgendeinem vor der Tür gestanden und wurde totgeschossen. Nein, da haben wir so spannende Sachen wie: Sohn hat seinen Vater mit einer Landmine gesprengt, die er durch den Krieg noch im Garten hatte. Was ich zugegebenermaßen durch seine Kreativität wesentlich witziger finde. Absolut. Entschuldigung, ich war gerade am Trinken, was scheinbar ein ungünstiger Zeitpunkt war, weil dieser, ich sag mal, spontane Ausdehnungseffekt, den hatte ich gerade beim Lachen auch, nicht nur bei Landminen, das geht auch im Gesicht. Huiuiui. Ja, aber auf jeden Fall auch das ein großer Spaß. Kann man mal machen. Okay. Und ich habe tatsächlich vor, eventuell die Delateratur-Folgen mit Flo auch mit über dieses Format hier zu ziehen, weil wir festgestellt haben, wir haben ums Verrecken keine Motivation mehr, dieses Format, so wie wir es ursprünglich mal gemacht haben, in der Regelmäßigkeit weiterzuziehen, die wir bisher hatten. Und deswegen machen wir das jetzt einfach als Subsegment von diesem Podcast. Klar. Und wenn Flo aus Versehen mal hier reinstolpert, reden wir sowieso innerhalb von 10 Minuten über Bücher, weil es ist Ja. Flo und es bin ich. Ja. Von daher wird sich das dann natürlich ergeben oder eben nicht. Ja, sehr schön. Ja. War ich natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass man hier seine YouTube-History offen haben muss. Warte mal. Genau, ich bin gestern, nein, anders. Im Zuge der Elchcam haben wir festgestellt, dass gestern Weltpinguintag war. Okay. Weshalb wir uns Pinguin-Livestreams angeschaut haben, Oh, ich mag Pinguine. wo es auch auf YouTube ein paar gibt, wo verschiedene Zoos in den USA quasi eine Webcam im Pinguingehege haben. Voll gut. Sehr unterhaltsam. Außerdem Seeotter, Ja. auch sehr gut. Und Storchennest. Ja. Der Storchennest brauche ich tatsächlich nur aus dem Fenster gucken, weil auf der Esse gegenüber in der Küche wohnen Störche. Das ist voll Ach gut. was. Ja. Und mein Gott, sind Cool. die Viecher groß. Ja. Also wenn der so am Küchenfenster vorbeifliegt, das ist schon beeindruckend. Da kannst du schon ganz Ja. schön Braten draus machen. Und ja, schon, wobei ich nicht sicher bin, viel davon ist Bein. Und ich glaube nicht, dass das allzu gut schmeckt. Ja, wobei, wer weiß. Also ich meine, für eine Suppe reicht es wahrscheinlich, aber Der Kenner scheint ja auch Hühnerfüße durchaus zum Knuspeln zu finden. Warum dann nicht auch mal ein Ja. Storchenbein? Ich möchte mal so sagen, das sind Experimente für Menschen, die Zähne haben. Das ist richtig. Das ist richtig. Ansonsten natürlich mein ewiges YouTube-Loch, Kochvideos von Cowboys, die am Lagerfeuer Dinge kochen. Ansonsten war bei mir YouTube-mäßig relativ wenig Sinnvolles dabei, sondern nur so ganz viel
Rituelles Zeitverbrennen. Lass mal gucken, was der Verlauf so sagt. Oh ja, Pinguine, Pinguine, Pinguine. Elche. Arte hat gerade über den Papyrus Ebers eine Doku. Aha. Anderthalb Stunden. Das ist hat auch Spaß gemacht. Interessant. Ansonsten habe ich neulich sehr viel Zeit mit Kunstgeschichte verbracht. Mhm. Mit dem Kunstgeschichte-Hendrian. Und ich mag was ich den immer Mann. Noch nicht einsehe. Doch, das ist der Kunstgeschichte-Hendrian jetzt. Aber der ist sehr putzig. Also er hat auch sehr viel Spaß, irgendwo durch England zu laufen, total motiviert. Eigentlich warte ich, dass er alle 3 Minuten irgendwo in eine Imbissbude abbiegt, aber das tut er nie. Und dann steht er da und unterhält sich über eine Viertelstunde über einen Pinselstrich. Ich finde das voll gut. Ach. Ja. Ach. Ah, und weil wir es vor uns hatten von lustigen Büchern und tiefen Löchern, ist dir der Name Irving Finkel ein Begriff? Nein. Du kannst ja mal in Google diesen Namen reinwerfen. Der Typ ist beim British Museum und ist wohl eine der Koryphäen für Keilschrift und Mesopotamien und diesen ganzen Quark. Ah, das Gesicht kommt mir bekannt vor. So, und er sieht auch, wie würdest du ihn beschreiben? Ich habe gesagt, so wie eine Mischung aus uralten Alchemisten und Weihnachtsmann. Ja, der sieht aus, wie wenn Dumbledore zu hart feiern war. wunderbare Mensch, der hat nicht nur auch sehr interessante Dinge auf YouTube zu erzählen, sondern auch ein Buch geschrieben, es ist zwar ein Roman, aber er verarbeitet halt tatsächlich sehr viel von seiner Kulturexpertise in diesem Roman. Es ist auch sehr kurz, sind ein paar 200 Seiten. Das, was es für mich sehr witzig gemacht hat, ist, dass es mitten in diesem Roman plötzlich Ausflüge in absolut absurde Gewalt gibt. Und wenn ich schon von absurder Gewalt spreche, dann heißt das was. Mhm. Und das würde dir, glaube ich, so nicht auffallen. Aber wenn du das Bild von diesem Autoren im Kopf hast, der, wie gesagt, aussieht wie ein leicht manischer Weihnachtsmann, das macht die ganze Sache um so vieles witziger. Es ist fantastisch. Abgefahren. Also auch das, Written in the Stone, glaube ich, heißt das Buch. Große, große Empfehlung, sehr lustig. Wenn man keine Probleme mit absurder Gewalt hat, aber wer hat das schon? Oder manischen Weihnachtsmänner. Ach. Hast du eigentlich in den letzten Tagen irgendwelche kreativen Dinge in der Küche getan? Da fragst du mich was. Ich habe öfter Dinge in der Küche getan, aber... Reden wir immer noch von Essen, oder? Bitte schneiden. Ich müsste die Dame fragen, aber die ist gerade nicht mehr im... Moment, sind wir jetzt noch bei Essen oder nicht? Tja nun. Lass mal überlegen. Nee, ich glaube, kreative Sachen echt nicht. Ich habe mal wieder eine Lasagne gemacht seit langer Zeit. Ja, die ist auch fantastisch. Aber das hat ja wenig mit Kreativität zu tun, sondern mehr mit, das ist ja quasi Mauern für die Küche. Das ist sehr schön formuliert, aber sie sah sehr, sehr gut aus. Sie war auch lecker, durchaus. Huch, hab ich wieder so blöd auf dem Stuhl gehockt, dass mein Bein eingeschlafen ist. Ja, ich weiß, mit Beinen, das ist, ja,
Das ist einfach kein Konzept. Ich bleib dabei. Mhm. Mir tun neuerdings die Füße weh. Und ich kann mir kaum eine sinnlosere Ausfallerscheinung vorstellen, als dass mir die Füße wehtun. Mhm. Aber nun. Ich fragte wegen kreativer Küchendinge. Mhm. Weil wir haben ja letztens auch Lasagne gemacht. Mhm. Aber in etwas abgewandelter Form. Wir haben quasi die Lasagneblätter schon mal kurz in Wasser gehauen, dass sie weich werden. Mhm. Haben sie dann mit Frischkäse bestrichen und haben sie eingerollt, dass man quasi die Nudeln-zu-Soßen-Ratio ein bisschen zugunsten der Nudelmasse erhöht. Und es war sehr, sehr schmackhaft, muss ich wirklich sagen. Das sah und generell muss ich echt sagen, diese Heißluftfritteuse ist eine ernsthaft geile Erfindung. Ich mag das Ding. Auf jeden Fall. Das macht Spaß. Vor allem, dass man halt ohne nachzudenken so 6 echt große Schaschliks machen kann. Mhm. In einem Schwung, ohne einen Grill aufzutragen. Das ist schon ziemlich gut. Ich scrolle gerade so ein bisschen durch die Bilder, aber irgendwie war schon länger nichts mehr Abenteuerliches bei. Hm. Nee, das wart alles ihr, das war ich nicht. Ja, und Sven. Ich glaube, wir und Sven. Yep. Hallo Sven. Grüße gehen raus. Küche, ich müsste mal wieder Dinge in der Küche tun. Abenteuerliche. Mal schauen. Was bis zur nächsten Sendung noch so anfällt. Genau. Mein nächstes Ziel ist ja, meine Kartoffelexpertise noch ein wenig zu verbessern. Das ist natürlich jetzt doof, in einem Audio-Podcast einfach nur das Erzähl mir mehr Gesicht zu machen, aber okay. Erzähl mir naja, mehr. Ich halte mich ja für verhältnismäßig proficient in Nudelspeisen aller Art. Liegt einfach daran, Nudelspeisen für Delas voll gut, weil erstens verhältnismäßig leicht zu kochen, zweitens meistens in maximal 2 Töpfen abgehakt, drittens sehr leicht lagerbar, viertens sehr, sehr schmackhaft, fünftens sehr, sehr kalorienentsprechend, passt also. Gutes Zeug, ist schnell gemacht, einwandfrei. Jetzt ist ja aber, wie gesagt, der Jonas hier und der Jonas ist ja so quasi auf der anderen Seite des Kalorienspektrums als ich. Und deswegen müssen wir jetzt da so Kaloriendinge beachten. Und da ich gelernt habe, dass Kartoffeln sehr viel weniger gemein sind als Nudeln und Reis, müssen wir jetzt Dinge mit Kartoffeln machen. Mhm. Gut, ich bin immer noch der Meinung, wir sollten mehr Dinge mit frittierten Kartoffeln machen. Das Kalorienkonzept nicht. Deswegen muss ich mir jetzt überlegen, was man so lustige Dinge für aus Kartoffeln machen kann. Ja. Aber wir werden es erleben. Ich bin großer Fan von dicke Kartoffeln in den Ofen zu Ofenkartoffeln werden lassen als Ganzes. Mhm. Aufbrechen wie ein Kumpier. Und füllen mit leckeren Dingen und auslöffeln. Auf Deutsch gesagt Kumpier. Kommt hin, ja, jetzt wo du es sagst, ja. Okay. Mhm. Ja, generell ein gutes Konzept. Den Namen nicht ein. Mit oder ohne Alufolie? Das kommt drauf an. Also wenn ich es für mich im Ofen mache, dann ohne Alufolie. Mhm. Wenn ich es im Feuer mache, dann mit, weil einfach weniger Ruß im Lebensmittel stecken bleibt. Mhm. Genau. Mhm. Und ich habe letztens Styropor gekocht. Das war auch witzig. Aus Versehen oder mit Absicht? Nein, es war per se nicht Styropor, sondern Quinoa.
Ach so, ich dachte so, du hättest Benzin heiß gemacht und hättest probiert, darin Styropor aufzulösen, um ein Gel zu... Okay. Ja. Also natürlich, sowas würde ich doch niemals tun. Also wie kommst du denn auf die Idee? Da riecht ja die ganze Wohnung. Nee. Eben. Quinoa. Ja, vor allem nicht nur Quinoa, sondern gepoppten Quinoa. Mhm. Also quasi die Puffreis-Variante von diesem Zeug. Ja. Und es ist tatsächlich weniger gruselig, als man sich's vorstellt. Mhm. Aber es hat ein Kochverhalten wie Styropor. Ich wusste also nicht, dass man das kocht. Naja, nee, aber man kann es, also man könnte es braten zum Beispiel. Okay. Also ich kenne das nur irgendwie als, in Anführungszeichen, Süßspeise in Müsli oder so. Ja, also der Erstversuch war der, dass ich diesen Quinoa in Milchreis eingerührt, in Vanillepudding eingerührt habe. Mhm. Und dann noch so ein bisschen Kiwi drauf und das war voll gut. Mhm. Und dann, weil ich das Zeug aber eben eigentlich nicht für mich gekauft habe, sondern weil irgendwelche Menschen mir irgendwann mal erzählt haben, das wäre halt voll gut und viel besser als Reis und so Quatsch, habe ich eine Paprikapfanne gemacht. Das ist insofern sehr klug, weil ich kein Paprika essen darf. Habe eine Paprikapfanne gemacht mit sehr viel Zwiebeln und sehr viel Knoblauch und aber eben vorher diesen gepoppten Quinoa in die Pfanne geworfen und so ein bisschen braun werden lassen, also so ein bisschen angeröstet. Okay. Dann den Paprika, der sowieso vom Schaschlik noch übrig war. Mhm. Eine sehr ordentliche Portion Todessehnsucht. Mhm. Und muss ja noch irgendwas schmecken. Genau. Und eine Menge Tomaten und Tomatenmark und so Sachen. Mhm. Dass das halt ein bisschen Bums kriegt. Und das war erstaunlich okay. Aber ich glaube, hätte in dem Moment ich den Waschbär greifbar gehabt, und man hätte den Waschbär genommen und in diese Quinoa-Packung getan, dann wäre dieses Meme mit der Katze im Styroporsack rausgekommen. Ja, ich verstehe. Also von der Statik her hat das Zeug genau dieselben Eigenschaften. War sehr spannend. Aber tatsächlich gar nicht mal so gruselig. Okay. Ach. Was habe ich denn noch irgendwas? Das wiederum bringt mich aber auf die Frage, dass ich mal gucken muss, ob mein Mann schon im Bett ist. Ich glaube nämlich nicht. Okay, Google, wo ist der Mann? Andererseits ist es eigentlich nicht meine Aufgabe. Weil ich befürchte, wenn ich ihm jetzt schreibe und er schläft doch, dann wacht er wahrscheinlich auf. Deswegen habe ich das jetzt einfach nicht gemerkt, dass er wahrscheinlich... Du könntest Fallen aufstellen. Ja, das ist... Lass mich nachdenken. Du brauchst nur eine Fleischwurst und eine Glocke. Naja, und Bindfäden und lange Nadeln als Stückchen habe ich genug, also... Ja. Und damit hätten wir eine weitere wöchentliche Kategorie... Trappadela. Ja, das wird super. Mhm. Guck, ich habe auch schon die ersten Vogelnetze gehäkelt. Perfekt. Nee, falsch. Moment. Da. Zick. Ach. Nun ja. Ausgezeichnet. Ach, apropos Natur und und ich wollte gerade sagen Natur und Vögel, nein. Ich habe heute Blümchen bekommen für den Balkon. Die Dame war im Baumarkt und hat Botanik mitgebracht und ich habe eben nochmal den Balkon bepflanzt. Alles mögliche kunterbuntes Zeugs, was halt viel Hitze ab kann, war Südbalkon. Mhm. Hübsch Aussehzeug oder Esszeug? Nee, hübsch Aussehzeug. Aha, okay. Einfach nur Deko. Mit dem essbaren Zeug mache ich dieses Jahr noch mal langsam, weil ich ja auch nicht weiß, wie wir hier weiter rumräumen. Ja. Ich wurde letztens auf die Existenz von Wunderlauch hingewiesen. Ich habe am Rande sowas gelesen, ja.
was wohl eine Form von Knoblauchkraut-Derivat zu sein scheint, offensichtlich. Soll wohl auch dementsprechend knoblauchig schmecken. Und aber sehr hübsch aussehen mit weißen Blüten und Zeug. Das heißt, ich werde das höchstwahrscheinlich in der nächsten Gartensaison mal austesten müssen. Ja. Weil großer Freund von Knoblauchkraut. Knoblauchkraut voll gut. Wie stehst du zu frittierten Zwiebelblüten? Ich kann mir nichts vorstellen, was das schlecht machen sollte. Gut. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich würde jetzt nicht sehen, warum das nicht gut sein sollte. Ja. Die eigentlich spannendere Frage ist die, würde das auch mit Schnittlauchblüten gehen? Ja, geht. Okay, das stelle ich mir nämlich geil vor. Ich würde vielleicht nicht unbedingt einen zu mächtigen Teig drumherum wickeln, aber wenn du sie in so einen ganz dünnen Bierteig tunkst, warum nicht? Ja, oder hier, wie heißt das? Panko? Nee, Panko ist... Dieser Asia... ja, genau. Asia-Marinade, genau. Hätte ich fast gesagt, ne? Ja, genau. Asia-Panade, das war das Wort. Ja. Ja. Apropos Asianom, wir werden ja dieser Tage höchstwahrscheinlich mal zum örtlichen Asia-Buffet gehen. Weil wir haben ja noch einen Geburtstagsgutschein von mir. Und ich glaube, das wird super. Weil die haben auch so spannende Sachen wie diverse Muschel-Gedöns-Sachen und okay. Hier so, ich bin mir nicht sicher, Krokodil oder zumindest Känguru und so Sachen. Ja, mal sehen. Okay. Ich bin gerade überlegen, wie viel Beine es braucht, damit es gegessen werden darf, aber... Ich glaube, ich bin da sehr offen. Eigentlich gibt es keine Minimal- und keine Maximalanzahl von Beinen. Nicht sicher, wie gut so ein Tausendfüßler ist, weil die sind ja größtenteils aus Chitin. Ja gut, so ein Krokodil ist auch erstmal außen knusprig, innen Geschmack. Ja, okay, das ist ein Punkt, aber... Ist da nicht bei Krokodilen auch so Peripheriefett? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, also unter so einer Chitinschicht ist ja per se nicht unbedingt irgendwas Fettartiges, sondern... Stimmt. Verstehst du, was ich meine? So ein Krokodilshautdings hat ja Hautfettschichten trotzdem drunter. Ja. Die dann eben wahrscheinlich eben Krokodilgeschmack von sich geben. Du verstehst, wo ich hin will. Von daher würde ich vermuten, dass Krokodil besser als Tausendfüßler. Aber es ist nur ein Verdacht. Wenn ich mir jetzt angenommen, wir erhöhen die Zahl der Beine immer weiter. Ja. Bei einer endlichen Länge des Tiers, also die Tierlänge wächst nicht mit, sondern nur die Anzahl der Beine. Realistisch oder imaginär? Wir gehen erstmal von imaginär aus. Okay. Wäre dann nicht das Tier mit den meisten Beinen irgendwann eine Schnecke? Weil die einfach alle dann zusammen zu einem Riesenbein verwachsen und dann hast du quasi den... Zumindest was Molluskiges, ja. Ja. Ich war nicht überlegen, ob man quasi die Schnecke als Tier mit sehr wenig Beinen oder sehr viel Beinen einsortiert oder ob es da einfach irgendwann so eine Art Zirkelschluss gibt und... Ja, ich glaube, du hast recht mit der Zirkelschlusstheorie. Man irgendwann einen Grenzwert in Sachen Bein findet, der
nicht bei unendlich liegt. Ich glaube, du bist da was ganz Großem auf der Spur. bevor wir diesen Gedanken aber fortführen, ja, würde ich mich mal ganz kurz ins Nebenzimmer zum Spionieren begeben und bin in wenigen Sekunden wieder bei dir. Dann, ich mach nur mein Mikrofon aus und du kannst ein bisschen Ach-Ach sagen oder so. Die ehrlose Aufgabe, unser Publikum zu unterhalten. Weil ich mich ja als Alleinunterhalter so gut eigne. Tja, nun. Ich könnte einen Witz aus meiner Jugend erzählen. Und du kannst mit dem Chat kommunizieren. Der Chat hat Meinung. Was? Wir haben einen Chat? Genau, die Schnecke als Unendlichfüßler. Das war, ja, da sind wir. Da gehe ich mit. Hauptsache, man kann es kochen. Aber ja, da gehe ich mit, genau. Mit meinen ungefähr 2 Beinen. Wusstet ihr, dass der Kölner Dom innen hohl ist? Wusstet ihr, dass man ein Waisenkind in Alabama Jungfrau nennt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Anfang des Witzes verpasst habe. Oder? Nein, da war keine. Alles gut. Bitte schneiden, bitte schneiden. Ja, nun, ach, hallo. Außerdem wird schneiden, nichts geschnitten. Es wird hier nichts geschnitten. Alleine schon aus Faulheitsgründen. Ich hab das befürchtet. Nein, das, was du befürchten musst, ist die Tatsache, dass es hier von ein Transkript geben wird. Ach, fuck. ja, können wir uns an der Stelle vielleicht gleich mal sinnvoll über den Autoreifer unterhalten? Na klar. Wir haben ja den Autoreifer gebaut. Was ist der Autoreifer, ist Hendrian? Da musste ich selber nochmal in die Doku gucken. Ja, ich weiß, das ist doof, weil ich es selber geschrieben habe, aber es ist schon ein paar Tage her. So. Ich esse währenddessen mal eine Gelee-Banane, ja? Ach, da ist er schon. Ja, ja. So, also, wir standen irgendwann vor dem Problem, dass Transkripte, die automatisch erstellt wurden, nicht die Sprechernamen enthalten. Jetzt haben wir den Autoreifer gebaut, der ein kleines Python-Skript ist, das aus mehreren Transkripten, die mit Timestamps bestückt sind, die richtig zusammen mergt, dass quasi, ne, du hast für jeden Sprecher ein eigenes Transkript und das macht ein großes File daraus und mergt die ganzen Einzelfiles so zusammen, dass sie in der chronologisch richtigen Reihenfolge sind, packt die Sprechernamen davor, macht das ein bisschen hübsch und postet dir am Ende ein HTML-File mit dem Transkript aus all diesen Einzelfiles, genau. Das ist prinzipiell der Autoreifer. Und da er wird halt dann noch ein bisschen ursprünglich über Whisper-Sync Transkripte, die man von irgendwo her hat. Wo du deine Transkripte herkriegst, genau, bleibt dir überlassen. Ich nehme dazu einen Windows Client für Whisper und habe da mein AI Modell quasi lokal laufen, ohne Wolkendinge, und schubst da dann die einzelnen Audiospuren durch. Mhm. Wenn die halt vorher synchron waren, hast du danach auch passende Timestamps, sodass der Autoreifer das dann schön in die richtige Reihenfolge reifen kann.
Genau. Und wir haben das jetzt diese Tage wieder versucht, über lokal Whisper Sync AI das irgendwie gedöns zu dönsen, und da hat er sich wieder endlos aufgehängt. Also er war dann wieder bei 230 Mal Applaus, 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 und wir wissen nicht warum. Das liegt nicht an uns, das liegt daran, dass die AI-Modelle halt absolut nicht perfekt sind und sich öfter mal verschlucken. Ich habe das auch letztens wieder gehabt. Ich habe meinen Client mal real-time transcriben lassen, also ins Mikro geredet und geguckt, was hinten an Textfile rauskommt. Und selbst dabei gerät das zeitweise in so eine Endlosschleife, wo es das gleiche Wort immer wieder erkennt. Und da hilft nur quasi einmal dazwischen zu babbeln, dass er einen neuen Input kriegt, damit er sich wieder fängt. Was wir gemerkt haben, was manchmal ein bisschen Erleichterung bringt, ist, das File zu verändern. Also sprich, zum Beispiel mit 1,5-facher Geschwindigkeit mal abzuspeichern, dass es quasi auf Waveform-Ebene ein anderes File gibt, und das nochmal durch Whisper zu jagen, oder durch Auphonic mal durchzujagen und zum Beispiel da ein bisschen Auphonic-Magie einfach drauf zu machen, dass es einfach ein bisschen nach einem anderen File klingt. Genau. Naja, das ist halt genau der Witz. Also ich hatte ja eigentlich vor, indem ich Whisper auf meinem oder auf Jonas Rechner laufen lasse, dass ich quasi die ganze Auphonic-Geschichte umgehen kann. Genau. Das ist halt der Nachteil, wenn du halt sowas, so Gratis-Kram wie Whisper dir holst. Bezahldienste haben da meistens ein bisschen mehr Ambitionen, da korrekte Files rauszujucken. Weil das muss ich wirklich sagen, also von Auphonic das Whisper ist halt ernsthaft gut. Also ernsthaft gut. Aber die haben da, meine ich auch, das sind auch Bezahldienste, die da. Das kann gut sein. Also du kannst dir das aussuchen, welchen Transkriptionsdienst du haben willst. Und ich habe da halt Whisper Sync trotzdem drin. Aber wahrscheinlich haben die einfach ein höheres Modell, weil die einfach mehr Rechner da stehen haben. Letzten Stand, den ich hatte, war, dass du bei Auphonic nur noch Google, Amazon und noch irgend so ein riesen Cloud-Ding sie hattest, wo du aber auch keine Auphonic-eigenen Accounts mehr nutzen kannst, sondern quasi selber einen Account klicken musst, dann da die Zugangsdaten hinterlegen musst, und dann jagte das durch deine eigene Instanz von so einem Transkriptions... Moment, gib mir eine Sekunde. Gerät. Aber das ist ein gefährliches Halbwissen, das habe ich nur so im Vorbeiflug ausprobiert. Auphonic Whisper ASR habe ich hier. Auphonic.com Login. So. Jetzt mache ich hier mal neue Produktion. Und dann sagt er mir Speech Recognition. Please register a service first. Automatic Speech Recognition. With AI, Google, Amazon, Speechmatics. Hä? Ja. Aber das ist lustig. Oder gucke ich an der falschen Stelle? Nee, also ich sehe das hier auch, aber... Ich habe bei meinem Services Auphonic Whisper ASR. Hast du vielleicht ein anderes... Nee. Das kann aber sein, weil ich das vor 100 Jahren als Preset gespeichert habe, dass er mir das deswegen einfach nie weggenommen hat. Das kann sein. Das kann sein. Weil ich muss wirklich sagen, das läuft erstaunlich gut. Okay. Was ich heute gemerkt habe, ich habe dann heute mal mit Multitrack Auphonic ein bisschen rumgespielt. Da ist irgendwas gnadenlos schiefgelaufen. Im Sinne von, also du kannst dann ja die einzelnen Tracks dort reinlesen. Und dann kannst du oben noch einstellen, ob du für die einzelnen Spuren hier Harm Reduction und Leveling und Zeug haben willst. Und unten nochmal als Masterspur, ob du das haben willst. Ich hatte es jetzt überall angehakt. Und plötzlich waren dann Teile der jeweiligen Audiospuren weg. In der Masterspur.
Ich nehme an, dass es die Einstellung war, dass ich sowohl als auch oben als auch unten verbessert habe. Das war wahrscheinlich ja. Doofheit. Hat er ein bisschen zu viel wegverbessert dann. Ich nehme es an, aber das war merkwürdig. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das schon ernsthaft gut. Und ganz ehrlich, für das Geld, was Auphonic nimmt, ja, ist es in die Hand gefurzt, wenn wir ehrlich sind. Das stimmt schon, ja. Na? Also ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich dazu übergehen, das wirklich über Auphonic laufen zu lassen, statt selber versuchen, eine Whisper-Instanz hier drüber laufen zu lassen. Mhm. Und dann kann ich sie ja immer noch durch einen Autoreifer jagen. Das ist ja dann immer noch okay. Ja. Aber spannend. Sehr, sehr. Ansonsten habe ich ja heute auch wieder sehr viel mit AI-Dingen gespielt. Oh, oh. Wie gefällt dir denn unser theoretisches Coverbild? Das gefällt mir gut. Warum? Na, weil ich zu dumm bin zum Malen. Das wissen wir ja alle. Und ich hatte ja eigentlich was vor für dieses Coverbild. Das ist aber alles nicht so ganz gelungen, wie ich das wollte. Und dann hatte ich heute sehr viel Langeweile und habe mit OpenAI Visual ein bisschen rumgespielt. Mhm. Da kriegst du, ich glaube, 1000 gratis Prompts oder so. Okay. Und kannst damit halt rumspielen, einfach mal so testweise. Und habe dann so lange rumprobiert, bis ich eben einen relativ großen, stämmigen Kerl im Trenchcoat hatte. Und ein relativ kleines, motiviertes, Dela-artiges Lebewesen. Habe das dann in Krita geworfen, habe dann in Krita über diverseste Dinge das zusammengemercht, dass das einigermaßen aussieht, als passt es zusammen. Ja. Hab's dann nochmal durch diese AI gejagt, das zusammengemerchte Ding. Und ich glaube, jetzt ist es nah genug verfremdet, dass man es schon wieder, also dass es schon wieder akzeptabel ist, glaube ich. Man darf das Zeug wohl tatsächlich für unkommerzielle Sachen nutzen, diese Bilder. Aber ja, also wir haben auf jeden Fall noch dran genug rumgebastelt. Aber es war spannend. Das war heute mal wieder ein lustiger Experimentiertag mit Krita. Ja. Ja, und jetzt haben wir erstmal vorübergehend ein Cover, bis uns dann entweder der Flo oder du ein neues malen. Mhm. Aber ich wollte halt ein Cover haben für, wenn wir heute aufnehmen, dass ich dann da gleich was in den Feed werfen kann. Und einen Jingle haben wir auch schon. Ach ja, genau. Den müsstest du mir aber nochmal schicken, weil den habe ich irgendwo verloren. Oh Gott, ich hoffe, ich habe den noch. Ansonsten weißt du noch, wie du ihn mir geschickt hast? Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich im Discord, ne? Aber. Warte mal, muss ich meinen Reaper updaten. Updates während der Sendung. Was macht man? Was soll schon schief gehen? Richtig, richtig. So. Übrigens, die Profis im Chat könnten uns eventuell eine Frage beantworten. Was würde eigentlich passieren, wenn mir jetzt mitten in der Aufnahme das Internet abkackt? Theoretisch hat er ja alle Aufnahmen, die in diesem Raum gelaufen sind, in den Download-Ordner geschmissen, oder? Naja, also da der Raum nicht bei dir läuft, sondern auf dem Studio-Link-Server, sollte überhaupt nichts passieren. Du fliegst halt raus. Ach so, okay. Okay, das ist natürlich sehr praktisch. Aber obwohl die Aufnahme bei mir läuft? Die läuft ja nicht bei dir, die läuft ja auf dem Studio-Link-Server. Du hast ja nur auf Record gedrückt. Ach so, Das gefällt mir. Mhm. Ja, das ist natürlich. Das erklärt aber auch, warum die Variante mit dem Backup-Aufnahmen bei dir ausgegraut ist, wenn das ist ja logisch dann. Ah, ich verstehe. Ach, guck mal, wenn man seine Reaper-Projekte sauber benennt, dann findet man die auch wieder. Ich möchte übrigens den Chat grüßen. Der Chat namentlich ist Ralf. Hallo Ralf. Hallo Ralf. Wie gefällt dir denn bisher das neue Sendungskonzept, Ralf? Ich fühle mich ja immer schon so schlecht, das Konzept zu nennen. Okay, der Chat sagt, wir sind super. Das ist gut. Yay. Ja, ich habe das Intro wiedergefunden. Es lebt noch.
Perfekt. So. Hui. Huiuiuiui. Ich habe gerade in den Nebenher-Chat noch geschaut und huiuiuiui. Hübsch, hübsch. Ja, Dinge passieren. Gut, Ralf. Ich unterstütze das sehr. Dinge werden gebastelt. Ich mag Wie das. Viel Blut ist schon geflossen? Okay. Hui, keins. Ich bin beeindruckt. Nein, das wird darf, super, Ralf. Du machst das toll. Darf man es überhaupt Basteln nennen, wenn kein Blut fließt? Ja, wenn Brandblasen involviert sind. Ah, okay. Ah, geschliffen wird morgen, sehr gut. Ja, dann drücke ich mal die Daumen. Ich habe meine ja noch. Okay, da hat jetzt einen Moment gedauert, aber ja. Ja, ja. Ach. Entschuldigung. Ach, ach. Nein, ansonsten habe ich vor, dass wir eventuell demnächst mal versuchen, zusammen Carbid und Sauerampfer zu gucken. Mhm. Dem Ralf könnte dieser Film eventuell was sagen, weil das ist hier so Ostkulturgut, der könnte den eventuell kennen. Und du wahrscheinlich gar nicht, oder? Genau, ich kenne es nur aus den Erzählungen von dir. Okay. Dann werden wir den demnächst mal zusammen anschauen. Bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen. Auf jeden Fall ist er auf YouTube. Also man kann ihn über YouTube kaufen. Mhm. Und wie wir das dann technisch umsetzen, werden wir sehen. Genau. Genau. Das klingt gut. Genau. Könnte man über Discord schauen? Das war auch mein erster Gedanke. Das könnte eigentlich klappen. Ja. Wenn nicht über Discord, könnte man eventuell auch hier über den... Ja, Sidetube weiß ich nicht, weil es eben ein Bezahl-YouTube ist. Mhm. Ansonsten hätte ich gesagt, tatsächlich hier drüber, über den Screenshare. Das müsste eigentlich auch gehen. Ausprobieren. Richtig. Wir werden sehen. Genau. Aber Ralf, da bist du gerne herzlich eingeladen, wenn du mitmachen möchtest. Ja. Ausgezeichnet. Das werde ich als super. Zusage. Wen wollen wir denn noch so generell irgendwann mal als Geisel nehmen? Och, ich meine, jetzt bist du ja mal der Mann mit der Waffe, also. An wem möchte ich mich denn so rächen? Warte mal. Die Nein, Dame. Ach, ich fände, wir sollten generell durchaus viele Leute verhaften. Also ich bin zwar an sich schon eine ziemliche Stimmungskanone, aber das schadet ja auch nicht. Ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall müssen wir die Dame demnächst mal zwingen, mit uns über Videospiele zu sprechen. Definitiv. Denn ich habe ja über die letzten Tage gelernt, die Dame scheint wohl einige Expertise zu haben, was so Sachen wie Resident Evil angeht. Ja. Ich befürchte, die Folge dürfte dann ohne mich machen, weil mir schon das Zuhören zu gruselig ist. Aber das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich habe da tatsächlich keine Expertise. Mhm. Und gerade so, was Pilz-Zombie-Kinder angeht, da hätte ich schon gern mehr Details gewusst. Hm. Ja, durchaus. Wenn du mir rechtzeitig vorher Bescheid sagst, könnte ich einen kleinen wissenschaftlichen Hintergrund zu Pilz-Zombies bauen. Ich bin sehr dafür. Weil das Prinzip des Pilz-Zombies ist der Natur ja nicht fremd. Richtig, Ameisen und so. Genau das. Ich habe letztens gelernt, das gibt's aber nicht nur bei Ameisen. Yep. Das war neu, aber spannend. Ja, aber ich finde, wir sollten das tun. Und wenn der Ralf die ersten Kriegsverletzungen hat, würde ich sagen, werden wir auch den Ralf mal verhaften für eine Buntglas-Sendung. Oh. Weil ja. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ein Thema, von dem ich keinerlei Ahnung habe. Genau. Haha, du bist nicht schnell genug weggelaufen. Selber schuld. Ich kenne das Problem. was könnte man denn noch so? Naja, wir könnten irgendwann mal live jagen gehen. Das stimmt.
mit irgendjemandem durch die Küche eskalieren. Das wäre mal auch mein nächster Gedanke gewesen. Man könnte mit dir und Jonas durchaus mal eine interaktive Kochsendung machen. Auf jeden Fall. Oh, eine Call-in-Kochsendung. Ich habe sehr viel Angst, aber... Zu Recht? Ja. Zu Recht? Aber das wird super. Oh ja, das wird super. Oh ja, spätestens wenn Ralf anruft. Ich sehe es schon vor mir. Gutes Konzept. Gutes Konzept. Aber ich glaube, es wird noch sehr viel Blödsinn vor uns liegen. Ich würde auch gerne mal mit Julia durchaus wieder podcasten. Ja, das stimmt. Mit Flo sowieso, wie gesagt. Mit Flo sowieso, den habe ich jetzt einfach mal so als Flo, Flo würde ich jetzt tatsächlich als Standardbesetzung werben, genau das. Mhm. Ich habe auch zu Flo gesagt, wann immer er Lust hat, sich einfach mit dazu zu setzen, soll er das tun. Und ansonsten, genau. Ja. Ja, ich glaube, wir können da schon, wir finden schon Menschen, die verrückt genug sind oder langsam genug beim Weglaufen, dass wir sie hier verhaften und so. Ja. Und wie gesagt, ihr erwartet einfach nicht zu diesem Format. Ihr werdet sehen, es wird der übliche Wahnsinn werden und mehr nicht. Ja. Und damit kommt ja entweder klar oder eben nicht, so einfach ist das. Richtig, richtig. Ja. Menschen, die alt und verbittert kauften, kauften auch. Genau. Ja. Trenchcoat Talkers. Ich finde den Namen aber übrigens immer noch voll gut. Ich finde den auch gut. Was uns aber auf die Frage bringt, wieso haben wir eigentlich beide eine gewisse Liebe für Columbo? Zum einen wegen Schlaflosigkeit. Das ist echt Columbo lief durchaus in meiner Jugend und späten Jugend immer dann, wenn ich nicht schlafen konnte, also nachmittags und nachts. Ebenso wie Crossing Jordan. Das ist auch sowas, was ich wahrscheinlich jede Folge mindestens einmal geschaut habe. Aber immer nur in 10-Minuten-Stücken, bis man dann doch irgendwann eingeschlafen ist? Nee, das habe ich durchaus auch ganz gesehen. Weil danach Autopsie kam und spätestens da konnte man wieder bei einschlafen. Autopsie oder irgendwas mit Hitler. Ja. Und ich glaube, da kam so ein bisschen mein Columbo-Fable her. Quincy ist ja auch sowas, was ich total großartig finde, was halt nur niemand bezahlen kann, wenn er die DVD-Box haben will. Ja, und das tut mir echt im Herzen weh immer noch. Also, und vor allem, weil ich habe, glaube ich, von Quincy echt wenig gesehen. Okay. Also ich habe das immer angeguckt, wenn es lief. Mhm. Aber ich glaube, ich bin genau in der Altersgruppe zwischen den Wiederholungen. Ah, okay. Also ich glaube, da sind die zwei paar Jahre Altersabstand, die wir zwei haben, die sind, glaube ich, genau die dann den Unterschied machen. Das kann sein, ja. Weil Quincy habe ich tatsächlich echt wenig gesehen. Ich kenne das noch, genauso wie Kojak, aber ich habe es nie gesehen. Ja, Kojak habe ich, glaube ich, nie gesehen. Kojak lief lange Zeit auf dem ZDF. Wahrscheinlich deswegen. Das lief auf dem ZDF und Straßen von San Francisco. Das lief, glaube ich, nacheinander. Und das habe ich beides immer angeguckt, wenn ich bei meiner Oma war. Ich habe da irgendwie immer nur zwischen Vox, RTL 2 und DSF umgeschaltet. Naja gut, ich meine, in der Zeit, wo ich mich jetzt daran erinnere, das war noch, als meine Oma noch in einem alten Haus, also im alten Haus gewohnt hat. Und ich will dich jetzt nicht anlügen, aber ich glaube, die sind da 93 oder 94 ausgezogen. Ich bin mir verhältnismäßig sicher, da hatten wir noch gar keine Möglichkeit, Vox oder DSF zu empfangen. Ja. Von daher muss das ZDF gewesen sein. Naja, bei mir war das so zwischen, ich sag mal, 14 und 16 oder sowas, wo ich das viel, viel, viel geschaut habe.
Vielleicht auch ein bisschen früher. Wobei früher habe ich immer nachts im HR1 so eine Late-Night-Call-In-Talkshow gehört, Ja. die stundenlang ging, von 11 bis 2 oder sowas nachts. Aber bist du dir sicher, dass du von HR redest? Ja. Weil ich habe da jetzt gerade, wenn du das sagst, Deutschlandfunk und dann irgendeine Telefonnummer 22. Nee, definitiv HR. Okay. Weil das bei Weil uns immer das, was du gerade Grabenkämpfe gab, beschreibst, weil ist original das. Das habe ich ich auch habe. bis zum Erbrechen konsumiert, als Es ich noch kann aber Telefonqualität sein, hatte. dass dann nachts einfach so ein. Ne, mehrere Frequenzen teilen sich den gleichen Sender, weil ist ja nachts und hört keiner mehr zu, Nee. Ding ist. Ja, das ist gut Das kann möglich. sein. Aber das habe ich auch, als es noch das Konzept Podcast noch nicht in meinem Ja. Leben war, Ja. das habe ich auch unglaublich konsumiert. Das war furchtbar. Und es war so dumm teilweise. Genau das. Dann Oma kam versucht, immer er hat erst einen Reim HR1 zu der schenken Tag und jetzt. dann. Ach, ach. Ach ja. Und ich habe immer noch nicht rausgekriegt, welche Anwaltsserie ich damals gesehen habe. Es ist nicht Perry Mason gewesen. Anwaltsserie. In meinem Hirn hat das angefangen und war noch schwarz-weiß und wurde dann über die Jahre langsam zu Farbfernsehen. Das kann aber sein, dass ich das einfach völlig falsch in Erinnerung habe, weil wir damals vielleicht auch einfach bei Oma einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten. Okay. Also, dass quasi die Sendung schon immer in Farbe war und ich Ja. es nur als Schwarz-Weiß in Erinnerung habe, weil dieser Fernseher halt Schwarz-Weiß war. Und wir dann irgendwann einen Farbfernseher dort hatten. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich würde das, aber ich weiß eben ums Verrecken nicht mehr, wie es hieß. Google sagt als einzigen Hit halt Perry Mason. Nee, das ist es nicht. Der sieht zu jung aus. Das war ein alter, weißhaariger Mann. Und der zweite Treffer, den Google mir gegeben hat, der passen würde, der passt eben wieder nicht in diese Idee mit, das hat als Schwarz-Weiß-Sendung angefangen. Aber da habe ich auch schon wieder vergessen, wie es hieß. Oh Gott, Law and Order. Hab ich nie gesehen. Ah, das lief ungefähr zeitgleich mit Crossing Jordan. Matlock. Das wäre zumindest ein weißhaariger. Das kann schon sein. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, Matlock lief, glaube ich, ab 95 oder sowas. Bis 95. Oder bis 5. Oh, okay. Also das Gut, ich kann weiß. tatsächlich einfach wirklich sein, dass ich das mit dem Fernseher falsch in Erinnerung bringe. L.A. Law. Aber das würde ich tatsächlich auch echt gern nochmal gucken. Kriegst du aber auch nicht, ist nicht zu kriegen sinnvoll. Apropos L.A. Law, kennst du Isanhagen Law? Isanhagen Law. Nein. Gut, schreib's auf die imaginäre To-Do-Liste. Hey. Genau wie Bad Oeynhausen Cops. Ja, gut. Okay, mache ich möglicherweise. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Fragen habe, aber. Ach, die werden wir bei Gelegenheit Okay, in gut. unserem Weihnachtsmusical-Special. Ah, okay. Wird es schlimmer sein als das Carrie-Musical? Anders. Okay. Ich bin so froh, dass ich keine normalen Freunde habe. Also es tut auch weh, aber an ganz anderen Stellen. Hast du
denn in letzter Zeit irgendwelche spannenden Dinge gelernt? Gelernt? Irgendwelche neuen Skills? Na, ich lerne jeden Tag irgendwas. Bitte? Ich lerne ja jeden Tag irgendwas Neues. Ja, neue Schlachttechniken oder sowas. Ich habe gelernt, dass es inzwischen nicht mehr möglich ist, in Shell-Skripten Schleifen aus Funktionen heraus zu beenden. Was? Und das ist gut oder schlecht? Für mich sehr schlecht ist, wahrscheinlich für andere total gut. Ja, was habe ich denn noch Tolles gelernt? Puh, man lernt ja so viel. Ich habe gelernt, wenn man sein Fahrrad 3 Monate lang draußen stehen lässt, rostet nicht nur die Kette fest, sondern sie behält beim Drehen komplett ihre Form. Ja, das war sehr beeindruckend und ich habe keine Ahnung von Fahrrädern, war aber sehr sicher, dass das so nicht aussehen soll. Habe heute zum Feierabend quasi mal das gesamte Fahrrad in WD-40 mariniert, dabei einen fahrradförmigen Ölfleck im DVD-Hof hinterlassen und werde morgen mit der Dose Bremsenreiniger zur Arbeit gehen, um dem Gemotze der Hausmeister zuvorzukommen. Das ist schön. Aber ich glaube, der Ralf hat heute auch in WD-40 gebadet, wenn ich mich recht erinnere. Oh, sehr gut. Aber irgendwie scheint Fahrradwartung zurzeit wieder ein großes Thema zu sein. Ah ja, gut, Jonas hat ja... Es wird Frühling, jetzt kommen auch die ganzen Amateure wie wir wieder auf die Idee, Fahrrad zu fahren. Genau. Nein, weil der Nachbar war letztens sehr beeindruckt, weil Jonas ja so einen lustigen Montageständer-Nupsi-Dingsi hat. Und er sowas offensichtlich noch nie gesehen hatte. Okay. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, mein letztes Fahrrad hatte Stützräder, also ich bin da raus. Bei dem Thema. Montageständer sind aber voll gut. Ja, also das war total praktisch. Ich meine, gut, der stand halt etwas merkwürdig auf der verhältnismäßig schiefen Wiese. Ja, okay. Aber Grundprinzip voll gut. Ja. Man muss sich erstaunlich wenig bücken, das ist total praktisch. Ja, das ist voll gut, das stimmt. Ralf musste Zangen ölen. Okay. Ja, fürs Glas schneiden. Ah. Okay, mit Schneidöl, ich verstehe. Also, nicht sicher, aber ich nehme an, Glaszangen. Der Chat bestätigt. Sehr gut. Man merkt, dass ich das irgendwann als Kind mal gemacht habe, oder? Ich weiß nichts mehr davon. Ich weiß nur, dass diverse Schmerzen involviert waren in das Thema. Ach. Mein Papa hat bis heute noch eine Narbe davon, weil wir eben auch so Tiffany-Lampen gebaut haben. Und die halt aus so Glas, also spitzen Glasecken gebogen haben. Ja. Das war auch alles schön und gut und toll. Jetzt ist ja das Problem damals, also so 1994, war ja so von LEDs und so Dingen noch nicht die Rede. Ja. Das heißt, es waren halt noch diese alten Lampen, so mit denen man einen Backofen beheizen könnte, wenn man es wollte. Und die waren in diesem Glasgehäuse drin. Und irgendwann ist mein Papa beim Zeitungslesen eingeschlafen. Ja. Und diese Lampe ist mit der Bleiverglasungsecke, also damals, weiß nicht, ob es damals auch schon Bleiverglasung war, aber auf jeden Fall mit der Metallecke, auf seine innere Schulter gefallen. Und da die halt verhältnismäßig heiß war, hat das eine sehr schöne Brandverletzung gegeben. Das ist bis heute eine sehr nette Brandblase. Ich habe da mal einen Link in den Chat geworfen. Also falls euch langweilig ist. Warte mal, ein wenige Sekunden, kann ich gucken. Ja, ich weiß, Bleilot ist seit ein paar Jahren verboten. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob man kurz nach DDR-Zeiten, selbst wenn es erlaubt war,
überhaupt das gute Bleilot gekriegt hat. Oder ob das damals schon irgendwelches gepanscht ist. Weiß schon. Oh, ich will das haben. Nein, ich formuliere es um. Ich möchte das nicht haben, ich möchte das machen. Siehst du, ich würde es lieber haben wollen als machen. Ach, aber das ist sowieso so schlimm. Ich will so viele Dinge machen und ich will so viele Dinge können und ich bin so ein furchtbarer Idiot und ich kann so wenig und ich habe so wenig Hände und das ist alles ganz deprimierend. Du weißt, dass dir viele Menschen an der Stelle widersprechen würden, weil du sehr viele Dinge kannst. Aber ihr habt Unrecht. Nur weil es dich irgendwo ein asiatisches Kind gibt, was es besser kann, heißt nicht, dass du es nicht kannst. Na, aber ich habe trotzdem einfach zu wenig Hände. Wir alle haben zu wenig Hände, was daran liegt, dass irgendwann die Kapazitäten unseres Tiefkühlers erschöpft sind. Das stimmt. Und die Einmachgläser sind auch schon wieder voll. Genau das. Was mich daran erinnert, ich brauche neue Augen, mein Augenglas ist leer. Soll ich den Jonas fragen, weil er hat den Teller voll Einmachgläser. Wenn er irgendwas findet mit Augen, gerne. Okay. Und ich muss mein Glas voll Daumen noch umsetzen. Ich habe auch, so ein paar Wiener und Mandeln. Also ich war bei den Augen jetzt gerade geistig bei Weintrauben und Mandeln. Okay. Ich war einfach bei einem Glas voller Wackelaugen, aber hey. Das, meine Variante gefällt mir besser, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß. Ach. Ja, ich habe ja jetzt die Geheimnisse des Tunesisch-Häkelns hinterstiegen. Okay. Und ich möchte sehr viel weinen, weil es sehr viele Unwägbarkeiten beinhaltet, möchte ich vielleicht formulieren. Unter anderem deshalb habe ich diese wunderschönen, sehr langen, sehr gefährlich aussehenden Nadeln. Aber ich habe damit ein sehr lustiges Top produziert. Ah, das... Uiuiui, Böpselchen. Das war das, mit dem du dieses Top gebaut hast. Mhm, genau. Ich verstehe. Und das hat halt den Vorteil, dass es wesentlich engmaschiger ist als normales gehäkeltes Zeug. Mhm. Weshalb es sich halt für so Sachen wie Bekleidung tatsächlich recht gut eignet. Mhm. Und du kannst halt mit sehr dünnem Garn arbeiten, was sich für Bekleidung natürlich auch wieder anbietet, weil ja. Hitzestau, die ist das. Ja. Warum ich allerdings zurzeit diese Meise habe, unbedingt Bekleidung herstellen zu wollen, wo ich doch so selten und so ungern Kleidung trage, ist ein Geheimnis, das wir an einem anderen Tag lösen müssen. Okay. Aber mir ist nichts Dümmeres eingefallen. Weil so Schals oder sowas benutze ich halt tatsächlich noch viel weniger. Ah, ich war gerade bei Massenmörder aus Bekleidung, also Charles Manson. Ah, okay. Ja, nein, ich war auch bei Mord und Tod. Mhm. War aber eher bei der Schauspielerin. Ich bin dir ziemlich sicher, Flo hat dir davon auch schon mal erzählt. Die immer so einen tollen modischen Schal trug, der sich dann irgendwann in die Felgen, / Reifen ihres damaligen Kraftfahrzeugs verwickelt hatte, was recht spontaner Abtrennung einzelner, genau. Mhm, und ungefähr einen ähnlichen Effekt befürchte ich als Rollstuhlfahrer auch. Ja. Deswegen Charles, nein, Charles sehr böse. Na gut, andererseits.
Gürtel ist wahrscheinlich auch nicht das Wahre. Naja, Gürtel bricht dir halt im Zweifelsfall wenigstens das Genick. Ich glaube, das ist... Naja, gut, ich meine, ob der Kopf ab ist oder nur durch ist, glaube ich... Ja. Und gut, ja. Sei nur auch ehrlich, mir das Genick brechen ist eigentlich mechanisch wahrscheinlich jetzt nicht das allzu größte Problem. Aber das sind wieder Feinheiten. Das, ja. Ja. Aha. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, wir sind doch schon länger als eine anderthalb Stunde hier, oder? Nee. Nein? Nee, 1,29. Wir haben noch Zeit. Aber wir haben, nee, das ist nicht der Punkt, aber wir haben um 9, aber gut, wir haben um 9 nicht angefangen aufzunehmen, ne? Genau, wir haben um 9 den Techniktest. Ja, okay, dann macht's Sinn. Dann macht das. Außerdem fände ich das voll gut, wenn die Nullnummer die längste Folge wird. Ach du. Wo weißt du, was wir machen müssen im Sommer? Badespaß. Sowieso? Badespaß, Barbie. Ihr seid übrigens gerne motiviert, wenn ihr im Sommer hier seid, mit an den Filzteich zu kommen. Okay. Ein sehr hübsch gemachter Badeteich, sehr groß. Ah, okay. So mit Rutsche und Sprungturm und Bütchen okay. und wahnsinnigen, tollwütigen Enten, die einen in die Füße beißen. Und einem sehr lustigen russischen Imbissstand, der Pirogge verkauft. Oh, wunderbar. Aber auch Schwimmbadnudeln. Und ich finde Schwimmbadnudeln bestes Konzept aber. Schwimmbadnudeln sind die langen Armdicken, mit denen man sich prügeln kann. Nein. Ist Schwimmbadnudeln das Ostäquivalent zu Schwimmbadpommes? Ja, genau das. Okay. Und meiner Meinung nach auch das überlegene Konzept, aber... Ihr scheint generell so ein Faible für Nudeln zu haben da hinten. Ich glaube schon, weil... Ja, wir hatten ja nichts. Die Kartoffeln haben uns ja die Polen weggefressen. Tja nun. Ja, nein, aber Filzteich, voll gutes Konzept. Sehr putzig, weil es ist halt im Prinzip der Abfluss vom Torfstich. Ja. Das heißt, die Brühe sieht aus wie Moor. Aber es ist sehr putzig dort. Also es ist wirklich schön. Wir waren eigentlich den ganzen letzten Sommer dort. Ausgezeichnet. Das kann man echt machen. Also, und wie gesagt, es ist halt so ein bisschen Blödsinn drumrum. Ja. Und Dinge und Quatsch. Also ja, kann man. Cool. Aber das wollte ich nicht sagen. Was wir tun können im Sommer, ist wieder ein Blubstream. Oh, ja. Weil ja. Dann haben wir nämlich definitiv schon die längste Folge dieses Formats. Das stimmt. Und ich glaube, wir hatten selten so wenig Spaß wie mit dem Blubstream. Das war großartig. Ja, stimmt. Leider war der Wein echt nicht gut. Aber das Erlebnis, der Weg dahin war schön. Weiß gar nicht, Ralf, warst du damals da auch dabei? Oder waren das nur der Hendrian und der Jonas und ich? Also ich weiß, wir hatten zeitweise, glaube ich, 20 Zuschauer. Großartig. Ja, hilft nichts, müssen wir machen. Große Empfehlung an dieser Stelle, Kinder, macht bitte nie Bananenwein. Das war sehr gruselig. Was mich eigentlich wundert. Nein. Wenn du gesehen hast, wie diese unheilige Brühe schon aussah. Nein. Aber wenn du die Banane ordentlich maischst und das dann brennst. Das dagegen kann dann schon wieder was werden, glaube ich.
Weil Zucker und so ist ja genug drin. Eben, Also. eben. Okay, Ralf weiß nicht, wovon wir sprechen. Soll ich die Geschichte des Bloopstreams erklären? Ja, natürlich. Jonas kam eines Tages freudestrahlend nach Hause. Ich Viele habe. Geschichten beginnen genauso Ja, und genau. werden Und es sind äußerst die witzig. besten Geschichten, Ja. seien wir ehrlich. Freudestrahlend nach Hause. Schatz, ich habe ein, und jetzt musst du mir helfen, wie das Gerät heißt, zum Schreddern von Obst. Penis. Okay. Pürierstab. Ich weiß nicht, Nein, was er hat. nein, nein, er so eine Apfel. Ah, Sieht aus wie ein Rasen, wie ein umgedrehter Rasenmäher. Mit einer Kurbel dran. Denkst vielleicht, ich komme jetzt auf dieses Scheißwort. Ich hab's genau vor Augen. Ich nenne das jetzt einfach mal ein Malwerk. Penis, Ein ja. Malwerk für Obstdinge und Sachen. Schatz, ich bin von einem Malwerk angefallen worden und war gewissermaßen wehrlos. Und dann hatten wir eine Malvorrichtung für Obst. Jetzt hatten wir aber erstmal keine Äpfel. Wir wussten aber, es werden im Verlauf des Jahres Äpfel auf uns zukommen. Dann ist er losgelaufen und hat Gärballons geholt. Große Gärballons. Also nicht die riesigen, wo man Delas reinpacken kann, aber schon große. Hat diese Gärballons geholt. Dann sind wir so ein bisschen durch die Gegend gestiegen und der Nonnenmann, ich muss gleich auch das Konzept des Nonnenmanns noch erklären, Ja. hatte uns Erdbeeren und Bananen in unheiligen Mengen gebracht. Und dann haben wir überlegt, was könnten wir denn jetzt tun? Und dann kamen wir auf die Idee, wir machen jetzt Bananenwein und Erdbeerwein. So, und die Funktionsweise von Wein ist die, dass der gärt. Und bei Gärung und Flüssigkeiten entsteht Gas, welcher Art auch immer. Und Normalerweise CO2. was der Profi sagt, ich bin nur Konsument, kein Physiker und kein Chemiker. Und allgemein ein Idiot. Aber egal. Gas. Und durch diese Flaschen hast du dann so ein Siphon. Flüssigkeitsstopfen drauf. Genau. Ja. Dass eben keine Bakterien und Sachen und Zeug in dein Gärmaterial reinkommen. Entschuldigung, bitte. Ich war zu langsam zum Muten. Ja, genau. Und durch das Gas blubbt dann quasi immer regelmäßig eine Luftblase durch diesen Siphon. Habe ich das richtig zusammengefasst? Und desto fortgeschrittener der Gärprozess ist, desto in schnellerer Folge entsteht das Gas, in schnellerer Folge macht es blub. Das heißt, Genau. jedes blub war ein Zeichen des Erfolgs. So, und wir hatten schon ein wenig genascht an den bereits vorhandenen Alkoholika, die in diesem Haushalt so rumstanden. Was dazu führte, dass wir dann irgendwann einen Twitch-Stream aufgemacht haben, bei dem dann unter anderem auch der Hendrian zu Gast war. Und wir uns dann über die nächsten, lass mich lügen, 8 Stunden, Kommt hin. über jedes Blub, das live über die Kamera übertragen wurde, gefreut haben wie die kleinen Kinder. Und das war mein erfolgreichster Twitch-Stream. Da ist nichts passiert, außer dass wir plupp gesagt haben und gekichert. Wobei man halt auch sagen muss, diese experimentellen Formate waren immer sehr. Amüsant. Ich wollte nicht das Wort gut benutzen, deswegen bin ich froh, dass du sagst amüsant. Ja. Aber komm, die Kartoffellotterie war schon. Ja, Kartoffellotto war echt geil. Auch Kartenlegen hat Spaß gemacht, so ist es nicht. Ja, das war schon cool irgendwie. Und ich meine, seien wir ehrlich, den Lachkrampf
Und ich weiß leider den Kontext immer noch nicht mehr. Aber den Lachkrampf habe ich noch als Video auf der Platte. Und ich weiß nicht, wann ich in den letzten Jahren so einen derartigen Lachkrampf hatte, dass ich mich in einen Asthmaanfall gelacht habe. Mhm. Aber es war's wert. Ja, so Quatsch können wir gerne öfter machen. Wir können ja diesmal einfach keine Bananen nehmen, sondern alte Erbsensuppe auf dem Herd stehen lassen. Ich bin ja immer noch der Meinung, aber das ist ja wieder so eine Privatmeinung von mir. Oh je, eine Meinung. Soja-Mungobohnensprossen. Ja. Hast du mal aus Versehen Mungobohnensprossen entweder überwässert oder zu lang stehen lassen? Zu lang stehen lassen kam schon öfter mal vor, ja. Die gären. Oh ja. Und sie beinhalten Stärke in größeren Mengen. Ja. Stärke ist ja rein technisch gesehen auch nur Zucker. Ja. Ich bin also deshalb zu 100% der Überzeugung, dass wir Mungobohnenschnaps destillieren sollten. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine intelligente Idee ist, aber es ist eine witzige Idee. Auf jeden Fall. Wenn du deine gesamte Asiapfanne einfach in Form von Schnaps zu dir nehmen kannst, hat doch was. Die Nudeln haben Stärke, der Reis hat Stärke, die Mungobohnen, das passt doch. Der einzige Punkt ist, bei mir kam ja der Gedanke aus der Existenz von Palinka. Palinka ist ja Paprikaschnaps. Ah, okay. Wenn du aus Paprikaschnaps machen kannst, warum dann nicht aus Mungobohnen? Das muss funktionieren. Da gibt es eigentlich gar keinen Alternativweg, als dass das funktioniert. Ich hätte jetzt gesagt, naja, Paprika ist relativ nahe am Obst. Aus Obst macht aber man öfter mal Schnäpschen. Aber auch mit Fantasie, oder? Naja, Paprika ist relativ süß, es ist rot, es macht Flecken auf der Kleidung. So. Nein, ich verkneife mir den Witz. Ja, ich mir auch. Gut. Schön, dass wir nicht darüber gesprochen haben. Der einzige Hinderungsgrund, der dem noch im Wege steht, ist die Tatsache, dass ich nicht sicher bin, ob ich AG Junge Brandstifter Zugang zu einem Destillier-Werkzeug geben möchte in dem Wohngebäude, in dem ich lebe. Da würde ich intervenieren und sagen, ihr habt doch einen Garten. Ja. Womit wir wieder bei dem Thema explodieren. Sind. Genau. Womit wir wieder bei dem Thema sind, Sommer am Filzteich. Da wäre zumindest die Kühlflüssigkeit schon da. Genau, ja. Das. Und die Löschvarianten. Ja gut, löschen ist ja auch nur kühlen im großen Maßstab. Doch, richtig. Ich sehe schon, das hat alles Potenzial. Das heißt, wenn du wieder sagst, du würdest keine Chili-Schnaps machen, dann willst du den eigentlich gar nicht aufsetzen, sondern direkt brennen. Stichwort Chili-Schnaps. Warte. Wir wissen nicht, was jetzt passiert. Sie hat sich abgestöpselt, sie wuselt und hält etwas in die Kamera, das verdächtig gelblich aussieht. Ich befürchte, mit dieser wundervolle Farbe meint sie dieses irgendwo zwischen Satans Auswurf und Lava befindliche. So, ich muss mich bitte nochmal wiederholen. Das sah sehr köstlich aus. Und sehr, sehr tödlich. Der stand jetzt weit über ein Jahr. Ja. Die Chili, die hier noch drin sind, haben keine Farbe mehr. Mhm. Die sind blass. Mhm. Also ist alles, zum Einreiben oder zum Trinken gedacht? Ja, oder was immer. Eigentlich war der zum Verschenken gedacht.
Okay. Was der jeweilige Beschenkte damit tut, ist außerhalb meines Verantwortungsbereichs. Okay. Nein, ich musste bloß heute eben sehr lachen, weil ich diesen Chili-Schnaps eigentlich letztes Jahr dem Menschen schon schenken wollte, der eigentlich schon für heute kommen wollte. Mhm. Dem ist dann 20 Minuten vorher eingefallen, dass sie heute doch nicht kommt. Aber gut, dann steht er halt nochmal 2 Jahre hier. Mhm. Und ich glaube, wenn der 4 Jahre durchgezogen hat, mhm, und vielleicht alle Jahre nochmal eine Ladung Chili da reinbekommt, ist das, glaube ich, Rache genug. Ich verstehe. Würdest du ihn dann nach jedem Jahr quasi nochmal neu filtern oder einfach viel hilfreich? Der ist ja komplett ungefiltert. Also so wie er jetzt ist, ist er komplett ungefiltert. Mhm. Das heißt, du hast die Chilis reingeworfen und die bleiben da drin. Okay. Wenn ich dann jetzt da irgendwann nochmal neue Chilis reinwerfe, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich aus Ästhetikgründen deswegen den Durchfiltern, oder, die neuen oder, Chilis da rein und dann, genau. Oder aber würdest ich glaub, du versuchen zu schichten, wie in so einem Glaskunstwerk, wo aus verschiedenen Sandschichten Motive. Naja, ich glaube, du hast dann nur das Problem, dass das sind ja nur diese ganz kleinen 03er Fläschlein, dass du irgendwann nur noch Chili und keinen Schnaps mehr hast. Mhm, mhm. Was auch zielführend sein kann, aber kommt halt auf den Anwendungsfall an. Ja. Ausgezeichnet. Aber wie gesagt, als nächstes wird es auf jeden Fall erstmal Rum-Experimente geben. Das ist auf jeden Fall erstmal der nächste Experimental-Ansatz, den wir haben. Ich habe mir Zimt und Apfel gemerkt. Zimt, Apfel, auf jeden Fall entweder Orange oder Mandarine, wobei ich tendiere zu Mandarine. Okay. Und ich persönlich überlege noch an einer Himbeer-Variante. Oh, okay. Nicht sicher, ob es funktioniert, aber es klingt in meinem Hirn so, als würde es passen. Heller oder dunkler rum für die Himbeeren? Ich glaube, für die Himbeeren passt tatsächlich dunkler noch besser. Okay. Ich bin bei Himbeeren nämlich automatisch bei hellem rum, bei Apfel hingegen direkt bei dunklem. Ja, also Apfel auf jeden Fall mit dunklem, bin ich bei dir. Mhm. Weil der Apfelrum ja auch so ein bisschen weihnachtlich wird. Da kommt dann ein bisschen Zimt dran, sehr viel Vanille. Mhm. Ich tendiere vielleicht sogar zu Muskatnuss. Ja, auf jeden Fall. Muskatnuss, Herr Müller. Das ist tatsächlich beim Himbeerrum, glaube ich, unangemessen. Ja. Da kann man sicherlich mit Vanille spielen. Aber und ich mit glaube Zitrone? Ja, aber mit allen dunklen Gewürzen glaube ich nicht. Genau. Das Problem ist, dass mir keine hellen Gewürze einfallen. Ja. Aber Himbeer-Chili rum zum Beispiel wiederum. Da war ich nämlich auch gerade die Überlegung, ob du ein bisschen Pfeffer reintun könntest. Rosa Pfeffer hätte ich jetzt gedacht. Mhm. Mhm. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube, wenn ich noch Schokolade haben will, sollte ich mich beeilen. Wollen wir mal eine 5-Minuten-Pause einlegen? Ich gehe mal einen rauchen. Wir machen eine Pipi-Pause, genau. Bis gleich. Ausgezeichnet. Bis gleich. Hey, das ist ja fast, als hätten wir es getimt. Ah, hallo. Hallo. Wir kamen gleichzeitig wieder. Wir haben uns in derselben Sekunde hingesetzt. Mhm. Ich bräuchte auch noch mal 2 Minuten, um Wäsche aufzuhängen. Lass dir Zeit. Ich laufe nicht davon. Die muss nämlich bis morgen fertig sein, bis morgen Abend. Kein Problem. Weil wir fahren ja dann nach Potsdam. Ach ja. Annektieren wir Sansasi? Wegen mir gerne. Okay. Aber nur, wenn ich einen Aufsitzrasen mehr bekomme. Natürlich, ich bitte dich. Bis gleich. Bis gleich. So, liebes Publikum, jetzt sind wir alleine und können Unsinn machen. Welche Form von Unsinn machen wir denn heute?
Immer noch, Ralf, immer noch. Oh, er hat die Lichtstimmung geändert. Ach ja, weil er nicht zum Wäsche aufhängen braucht, wahrscheinlich. Dasselbe wie jeden Abend, Pinky, unser Leben in den Sand setzen. Du hast vollkommen recht. Aber ich glaube, ich werde mir das gut überlegen, ob ich für diese Folge wirklich oder für dieses Format wirklich Transkripte anbieten will. Das kann doch keiner wollen. Ey, wenn du übrigens doch aktiv partizipieren möchtest, dann brauchst du nur zucken, ja? Das ist dir bewusst. Alles gut. Kein Problem. Und ich unterstütze das mit den produktiven Dingen. Produktive Dinge, voll gut. Nein, ich denke, ich werde das heute auch nicht mehr ans Ewige ziehen. Ich werde mich dann nachher auch an den Mann kuscheln. Weil morgen kommt mein Papa von der Kur. Und ich nehme mal an, dass der dann vormittags sich wohl relativ zeitnah bei uns zurückmelden wird. Also bei mir. Mal sehen. Aber auf jeden Fall hat es gerade schon geschnarchelt, also liegt er im Bett und ist artig. Das ist schon mal gut. Aber dein Glas ist voll hübsch. Also so farbverlaufsmäßig und so. Und meine Kamera ist gerade komplett abgeschmiert, habe ich so den Eindruck. Jetzt ist sie wieder da. Ich glaube, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Ja, das war genau das, was ich für uns testen wollte. Was passiert, wenn mein Internet stirbt? Aber offensichtlich läuft die Aufnahme weiter. Das ist schon mal gut zu wissen. Nicht, dass ich euch nicht geglaubt hätte, aber so haben wir das gleich mal zwangsgetestet. So. Hallöchen. Endlich. Die Wäsche hängt. Ausgezeichnet. Wieder mal hängt sie höher. So. Ja, wir hatten auch gerade den Testfall, ja, dass mein Internet gestorben ist. Und ja, die Aufnahme läuft unbeeindruckt weiter. Sehr schön. So wollen wir das doch haben. Das ist wirklich gut. Ja. So. Ja, vor allem ist das ein entscheidender Vorteil gegenüber TeamSpeak tatsächlich. Ja, das stimmt. Au. Wo ich jetzt, ach so, nee, du bist ja mit mir zusammengegangen. Als ich jetzt gerade weg war, Ralf, also wo ich noch online war, aber weg, ich hatte mein Mikrofon nicht gemutet. Hat das sehr krass gerauscht oder ging das? Weil da fängt ja das TeamSpeak und das Discord auch immer gerne an, amok zu laufen. Okay, du hast nichts gemerkt, das ist schon mal schön. Mein Handy hat gerade mit einer Benachrichtigung um sich geworfen. Okay. In der stand 21.30 Uhr, Dela. Ja, nun. Danke, Kalender, du bist nur anderthalb Stunden zu spät. Okay, Ralf hat am fehlenden Hintergrundrauschen gemerkt, dass ich weg bin. Das Komfortrauschen war weg. Genau. Ja, ich habe aber gerade schon gesagt, ich glaube, wir werden das jetzt erstmal nicht mehr ins Unendliche ziehen. Weil ich davon ausgehe, dass morgen Vormittag relativ zeitnah mein Papa von der Kur kommt. Und dann wird er wahrscheinlich relativ bald einen sehr gesteigerten Kommunikationsdrang haben. Ja. Und das wiederum bedeutet, dass ich da vielleicht der menschlichen Sprache schon wieder mächtig sein sollte. Und deswegen würde ich sagen, machen wir so, ziehen wir so auf halb ungefähr, dass wir dann die Aufnahme beenden. Wichtige Frage ist ja, hat dein Papa schon ein eigenes Headset? Wie soll ich das formulieren? Nein.
Okay. Keine weiteren Fragen. Nee, aber ja. Ich bin mal gespannt, was er morgen so erzählt. Und dann werden wir mal sehen. Ich habe mir auch vermisst. Richte Grüße aus. Na, das mache ich doch. Du wirst sowieso früher oder später, diesmal beim Umzug, wollte er uns bloß nicht in den Füßen rumstehen. Mhm. Aber ich denke mal, spätestens im Sommer, wenn ihr hier seid, wirst du sowieso ausgefragt werden, weil Papa kommuniziert sehr gerne mit meinen Freunden. Okay. Und da ich ja nun auch sehr interessante Menschen kenne, so aus diversesten Fachrichtungen und Interessensgebieten und so weiter. Also zum Beispiel mit dem Brombeerfalter hat er sich sehr gut verstanden. Also das kann ich mir vorstellen. Da sehe ich ja auch eine gewisse Überschneidung der Interessen. Große Autos zum Beispiel. Genau das. und halt auch so Selbstumbau zu Wohnwagen und so Sachen und so. Ja. Also, die hatten da tatsächlich relativ schnell ein Thema. Das glaube ich. Und ich denke mal, mit dir wird er auch sehr schnell eine gemeinsame Linie finden. Also, weil wie gesagt, mein Papa ist wie ich bloß deutlich größer und wesentlich schwerer. Aber so Wesensart ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Ausgezeichnet. Ja. 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 Dann? Ich würde sagen, wir machen hier keine Versprechungen, was irgendwelche Regelmäßigkeiten angeht. Wenn wir Bock haben, wenn wir nicht schlafen können, wenn wir was auch immer machen, dann reden wir in Mikrofone. Wir werden das normalerweise zumindest für die Kernkonsumenten, möchte ich mal sagen, werden wir das auch entsprechend ankündigen dann. Ja. Zum Beispiel eben im Discord. Und wenn ihr dann im Publikum sitzen wollt, könnt ihr das gern tun. Und wenn ihr mal proaktiv mitmachen wollt, ist das auch kein Thema, dann eben einfach im Zweifelsfall mal vorher fuchteln und dann machen wir das einfach. Klingt nach Die spannende Plan. Frage ist jetzt wirklich, wollen wir wirklich für diesen Schwachsinn Transkripte anbieten oder hoffen wir, dass sich das niemand anhört und niemand jemals anguckt? So. Ich habe das Whisper schon mal offen. Okay, gut, dann handle angemessen. Genau, ich brauche nur noch das Audio-File dann. Genau. Das werfe ich dir dann zu und schick dir einen Link. Genau. Du darfst auch gerne Audiobearbeitung nach Tonqualität machen, wie du dich damit glücklich fühlst. Alles klar. Alles klar. Das ist ganz praktisch, wenn du die Audiobearbeitung machst, weil dann brauche ich das Intro nämlich nicht. Ah, okay, ja, du hast recht. Ja, guter Punkt. Ausgezeichnet. Dann machen wir das so. Ralf, vielen Dank fürs Zuhören. Es war sehr schön. Vielen Dank, lieber Ralf. Und Hendrian, es war mir eine Ehre. Ich freue mich auf bald wieder. Sehr gerne. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine schöne Nacht Gute und Grüße an die Dame des Hauses. Grüße an den Jonas. Mach ich. Ciao. Bis bald.